und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ich habe absolut keine Ahnung warum, aber ich liebe dieses Spiel, seitdem ich das erste Mal hier drin war. Ich kann es nicht anders sagen. Was? Ich war jetzt mal einen Tag nicht hier drin? Nein, wollt ihr mich veräppeln? Ist das euer Ernst? Ich war mal einen Tag nicht hier drin und jetzt ist hier wieder alles verseucht, oder was? Wo kommen die ganzen Dinger jetzt her? Also, naja, ich war vielleicht 2 Tage nicht hier. Also, ich war gestern das letzte Mal hier drin, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, genau, gestern Abend war ich das letzte Mal drin und habe die letzte Aufnahme gemacht. Und jetzt sind überall diese Dinger hier wieder. Das ist doch nicht normal. Ich meine, es sind jetzt nicht so viele anscheinend. Was geil ist, dass die Kisten sich wohl resettet haben. Was ist das denn? Da habe ich über 8000 schon von. Wo sehe ich das denn? Karte ist klar. Sammlung? Aufgaben ist ja auch klar. Oder hat das was mit diesen Events zu tun? 4 Tage, Belohnungen. Hier, das sind diese Dinger, Mondsteine. Haben die irgendwas mit... Ach, hier oben sehe ich das. 8010, genau. Die haben irgendwas mit diesem Event hier zu tun, um das ich mich überhaupt nicht gekümmert habe. Und ehrlich gesagt auch gar nicht kümmern möchte. Hi, Goofy. Ich muss mal eben nach dem Rechten sehen. Ja, angel du mal eben. Ach so, genau. Da wollte ich auch... Ah, sehr schön. Jetzt können wir nämlich wieder Karotten kaufen. Das wollte ich wissen. Nee, nicht verkaufen. Obwohl, was haben wir denn da drin zum Verkaufen? Nee, das ist nur Kohle. Nee, nee. Okay. Boah, wollt ihr mich jetzt hier? Bitte was? 66 soll ich für die Karotten bezahlen? Geht's noch? So, ich muss Escape drücken. Ich weiß jetzt natürlich nicht. Moment, wir gehen mal kurz hier raus. Bis bald. Ja, bis bald. Das müssen wir erstmal benutzen. Das kommt auch noch hinzu. Eine Marmorvase. Oh Gott, oh Gott. Okay. Wir haben ja jetzt hier eine, die können wir jetzt erstmal... Nein, eine habe ich gesagt, nicht zwei. Na gut. So, die machen wir jetzt rein. So. Können wir auch nochmal kurz, damit wir das hier... So, genau. Also. Na, wie geht's? 66, glaube ich, kriege ich jetzt, muss ich... Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ach nein, Moment. Ach, ich kann... ich kann fertige Möhren für 66. Jetzt habe ich es erst verstanden. Genau, es sind fertige Möhren, Karotten. Und das sind ja die Samen nur dazu. Okay. Nee, schon gut dann. Das war eigentlich jetzt nur was ich wissen wollte. Aber was ich gesehen habe, als ich hier... Ja, alles gut. Was ich aber gesehen habe, als ich hier so ein bisschen eingesammelt hatte nochmal gestern Abend, wo ihr ja nicht mehr dabei wart, also sprich offline, dass hier ein Schild von Dagobert steht. Da klicken wir doch gleich mal drauf. Einen schönen Tag noch. Die Verbesserung dieses Verkaufsstandes wäre eine gute Investition. Goofy könnte mehr Produkte kaufen und verkaufen, sodass du mehr Verbesserungen im Tal vornehmen könntest. 500 nur? Ja, dann lass uns den Verkaufsstand verbessern. Hey. Sieh dir das an. Was für eine Auswahl an Gegenständen zum Kaufen. Ah, jetzt haben wir schon wieder Karotten. Hallo. Ei, da bist du ja. Jetzt, wo mein Laden läuft, ist es höchste Zeit. Ach so, jetzt, da wollte ich eigentlich gar nicht weitermachen. Es ist in der Zeit, um was zu tun? Nun, um die Wirtschaft dieses Dorfes anzukurbeln natürlich. Selbst wenn das bedeutet, ein kleines Feuer unter Goofys Hintern anzuzünden, um ihn auf Trab zu bringen. Ich denke in Bildern, das wisst ihr schon, ne? Das ist aber nicht nett. Ja, das ist nicht nett. Puh, wie du willst. Verdiene dein Geld, indem du die ganze Arbeit selbst machst, wenn du es so willst. Auf Wiedersehen und bis bald. Verkaufe Edelsteine an Goofys Verkaufsstand. Oh. In dem Fall hat sich das offenbar dann doch gelohnt.
Wie viel? Oh, diese. Ich sollte den Stein wirklich woanders hin tun. Moment. Ich muss hier mal eben Möbel. Das sieht ja schön aus, aber wenn der Stein da so unheimlich dumm mitten im Weg rumliegt, das ist echt nicht gut. Hier kann man gar nicht richtig laufen. So. Okay. Na, wie geht's? Ja, genauso wie vor einer Minute auch noch. So, also ich denke mal, dass sich der Preis da nicht wirklich ändert. Die holen wir auf jeden Fall. Ja, der Salat ist ziemlich, obwohl, nee, 99. Ich guck erstmal eben, nee, das machen wir erstmal nicht. Achso, ich muss ja jetzt wieder Escape drücken. Wir haben jetzt gerade keine Edelsteine dabei. Nee, da müssten wir dann nochmal woanders hingehen. Ja, ich weiß, ich kann wiederkommen. Wir sehen uns. Kann ich denn hier zufälligerweise? Ja, das wissen wir ja alles. 1000. Okay, ja, würde ich sagen, machen wir das doch. Seht ihr das mal an. Ah, jetzt kann ich auch endlich wieder Karotten Samen kaufen. Ja, jetzt belagert mich doch hier nicht alle. Ich will doch nur Samen kaufen, mehr will ich doch gar nicht. Hey, du! So. Wieso? Wieso bezahle ich da jetzt 10 für? Oder war das vorher normal? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber doch, das kann sein, dass ich 10 bezahle und dass ich dann, was hatten wir eben, 50 wiederbekomme. Wieso kann ich jetzt hier eigentlich schon wieder die Samen kaufen? Solange wie die da drin sind, kann ich immer 99 holen, oder? Machen wir doch einfach mal. Ich meine, so viel bringt uns das jetzt vermutlich erstmal nicht, aber... Ach, da unten, 297 sind da noch da drin. Das möchte ich mal eben gucken. Nee, jetzt sind... Nee, ach Quatsch. Ich habe bei mir so viele. Aber ich kann die ganze Zeit 99 holen. Okay, ich will jetzt nicht mein ganzes Geld daran ausgeben. So, 10 bezahlen wir für einen Einkauf. Und 44 bekommen wir für einen Verkauf. Ja, das ist auf jeden Fall in Anführungszeichen ein Schnäppchen, würde ich sagen. Das kostet jetzt natürlich sehr viel, wenn wir so viel holen. Aber wir werden das jetzt erstmal... Ja, ja, ja. Wir werden das jetzt erstmal soweit anlegen. Halt doch mal die Klappe hier. So. Genau, die. Machen jetzt alle hier rein. Kann sich dann auch nur um Stunden handeln. Der macht aber, gehe ich mal stark davon aus, nicht die anderen, die geerntet werden müssen. Ne? Nee, da macht er die daneben. Nein, nein, nein. Geh mir aus dem Weg. So. Okay, die ernten wir schon mal. Stimmt, wir haben ja noch unseren Erntehelfer eigentlich. Nee, eigentlich haben wir zwei Erntehelfer. Stimmt, die waren neu. Aber... Hier kommt nur Erde raus. Mache ich jetzt irgendwas falsch? Wen hatten wir denn überhaupt als Erntehelfer hier drin? Ich weiß es gerade gar nicht. Komm, gehen wir ein Stück höher. So, dann machen wir jetzt wieder neue rein. Weil wir müssen ja irgendwie auch an Geld kommen. Und da das ja scheinbar eine ganz gute Methode ist. Ich meine, klar, man muss immer ein bisschen warten, bis das Ganze dann soweit ist. Aber... okay, das sind jetzt 99. Ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, war es, habe ich ja noch so groß gesagt, so viele Samen haben wir ja nicht von den Karotten. Es kann natürlich sein, dadurch, dass wir jetzt diese Erweiterung gemacht haben, dass wir entweder ganz viele davon kaufen können oder aber, dass wir jetzt unendlich viele kaufen können. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wieso geht die denn trotzdem da hoch? Das ist doch doof. Ja gut, wir machen nur eben das Feld hier dann noch zu Ende. Lassen die dann schon mal wachsen. Ich werde dann offline auf jeden Fall noch mehr anpflanzen. Ich werde hier ein ganz großes Feld machen. Ich würde sagen, aktuell definitiv... Ach, ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Definitiv alles mit Karotten, weil das ist meines Wissens nach das, was am besten jetzt zu der Zeit passt. Oh mein Gott.
Ich habe total vergessen, dass ich die ja auch irgendwie im Inventar haben muss. Oh je. Moment, wir essen jetzt erstmal. Ei, ei, ei. Das wird ja noch lustig werden. So, Karotten. Ja, wie ihr hört, geht es meiner Stimme gerade immer noch nicht so viel besser. Beziehungsweise meinem Hals. Ich weiß jetzt allerdings leider warum. Weil meine Tochter nämlich mit einem Erkältungsvirus nach Hause gekommen ist. Und ja, mich wohl dann auch schon angesteckt hatte, beziehungsweise gerade am Anstecken ist. Ich nehme vorsorgehalber schon mal Honig. Immer einen Löffel Honig. Das reicht eigentlich soweit zur Vorsorge, dass man keine Halsschmerzen bekommt. Oh, jetzt geht es darum, das sollte gerade nicht passieren. Achso, wir haben wieder keine Ausdauer mehr. Das ist eine sehr, sehr gute vorbeugende Maßnahme, sage ich mal, dass man keine Halsschmerzen bekommt und so weiter. Und Honig ist ja auch desinfizierend. Entsprechend, ja, ist es halt auch vorbeugend, dass sich da der Virus nicht so in den Hals reinlegt, um es jetzt mal so auszudrücken. Ist jetzt ein bisschen doof ausgedrückt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Habe ich jetzt keine... Nee, oder? Ach, ich habe tatsächlich keine Samen mehr. Oh Gott. Oh, ich dachte eigentlich... Na gut, mach weiter so, Gameplayerin. Achso, die Gießkanne ist ein bisschen seltsam, oder? Also die gießt irgendwie nicht direkt da, wo ich gießen will. Doch jetzt macht sie mal zwei rein. Wobei ich eher davon ausgegangen bin, die macht drei rein. Aber ich glaube, die hat immer zwei rein gemacht. Jetzt hat sie links und rechts wieder nicht gemacht. Das ist also wirklich etwas seltsam, finde ich. Jetzt hat sie sogar rechts noch eine mehr gemacht. Hä? Da bin ich echt ein bisschen überfragt, nach welchem System das hier eigentlich abläuft mit dem Gießen. Aber gut, ich meine, solange es wirklich so ist, dass mehrere Felder auf einmal gegossen werden können, was einem natürlich sehr viel Arbeit abnimmt, was man leider nicht von jedem Spiel sagen kann, dass das da so programmiert wird. Ich finde überhaupt, also ich habe ja noch nicht so viel gemacht von diesem Spiel und ich wollte mich selber auch nicht irgendwo... Nein, das war so klar, dass das wegen einer einzigen Sache kann ich jetzt hier nicht mehr... Das war so klar. Ich wollte mich selber auch nicht, ja, wie heißt es, nicht triggern ist das falsche Wort. Also ich wollte mir den Spaß nicht wegnehmen lassen, indem ich mir vorher alles angucke, wie das hier funktioniert und so weiter. Ich habe so ein bisschen reingeguckt, wäre das was, wäre das nichts für mich, wie sieht die Grafik aus, aber halt viel weiß ich nicht. Was mich wohl interessiert hat, das war, auf wen man alles trifft. Ah, ich habe jetzt hier auch schon mal wieder einen Edelstein, den sollen wir ja verkaufen. Ich denke übrigens, ich weiß es natürlich nicht, aber ich denke, weil das so magisch ist hier, dass das wohl, also dass wir mit dem Zauberer vermutlich weitermachen müssen und dann da hinten weiterkommen werden. Ach, da oben ist noch sowas Leuchtendes. Stimmt, wir haben ja jetzt diesen beschleunigten oder diesen Beschleunigungsbuff nicht mehr drin. Och ja, ist ja gut. Ich hab doch genug. Mach's doch einfach, Mensch. So. So, was ich aber sehr... Nein. Nein, 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 nein. Wieso kann ich das jetzt nicht einsammeln? Was habe ich denn hier? Dann... Das ist aber die fruchtbare Erde, ne? Salat? Hm, ja, ich weiß nicht. Dann würde ich sagen... Och, wo kommt das denn jetzt schon her? Was ist das denn hier? Kann man das ausbuddeln? Ja, Inventar. Ach so. Kann ich nicht, wenn mein Inventar voll ist. Das kann ich aber einsammeln, ne? Weil von denen habe ich ja schon einen Stapel. So. Also tut mir leid, wenn ich... Das geht dann wahrscheinlich auch. Doch, das geht aber. Okay. Kann ich aber nicht einsammeln, weil es wieder was ist. Ich mach das mal weg, das sieht so komisch aus, wenn ich hier so bedrohlich mit der Schubkarre, wollte ich gerade sagen, mit der Schaufel rumlaufe. Goofy, es wäre schön, wenn du hier bleiben würdest.
Ja, ich möchte etwas verkaufen. So, das gehört zur Quest. Ist ein seltenes Material. Aber gut, ich soll die Sachen ja verkaufen. Ne? Also ich würde sagen, dass wir das verkaufen. Die verkaufen auf jeden Fall alle. Da habe ich, glaube ich, auch noch genug von drin. Und die anderen Sachen, die müsste ich eigentlich dann mal wegtun. Ja, würde ich sagen, relativ leicht verdiente 1700 noch was drin. Oh, bis bald. Sehr schön. Bis bald. Ich werde noch die anderen Mineralien holen, die ich habe. Die werde ich dir dann auch verkaufen. Da hinten sind auch wieder diese Dinger hier. Ich verstehe das nicht. Warum spawnen die jetzt wieder? Das war alles so schön, weil das ganze Zeug weg war. Jetzt hat man den Mist hier wieder überall. So, hier, genau. Nein, nicht angeln. Ich wollte graben. Ist das jetzt die Stelle? Ah ja, doch, er hat es aber genommen. Ich habe aber nur Erde dafür bekommen. Ja, toll. Kriege ich hier auch nur Erde? Nee, da habe ich eine Blume bekommen. Ah, okay. So. Stimmt, da war noch was. Hä? Ach so. Nee. Ach, mein Inventar ist schon wieder voll. Wegen den Blumen oder was? Oh, das ist doch doof. Moment, dann reise ich hier mal kurz. Das ist ja doof. Okay, hallo Eichhörnchen. Obwohl. Hallo? So, die könnte ich schon mal nach. Ja, ist ja okay. Die könnte ich schon mal nach rechts tun. Kohle brauche ich drinnen. Schauen wir mal. Nein! Och. Nervst du mich jetzt mal bitte nicht? So. Also, hier haben wir die Gewürze und die Kohle hatte ich auch hier reingetan. Ja, da ist sonst nichts mehr. So, hier habe ich die Erde und die ganzen Blumen. Die lasse ich am besten mal stehen, wenn ich da dran vorbeilaufe. Weizen, ja gut, das sollte ich auf jeden Fall anpflanzen, deswegen lasse ich das jetzt auch mal drin. So. Dann. Ach, hier, das kann ich auch erweitern, sehe ich gerade. Da war's. Das ist ja mal richtig cool. Ja? Ach so. Wenn das länger da liegt und nicht mehr so glänzt, das ist mir schon häufiger aufgefallen, dann muss man die Sachen nochmal extra aufheben. Die schwarzen, die gelten jetzt aber nicht. Ach so, ich wollte ja die. Ach, das habe ich total vergessen. Die Dinger holen. Haben wir hier sonst noch was zum Einsammeln von diesen bunten. Ich komme hier gar nicht durch. Oh. Ich glaube, ganz so gut habe ich sie dann doch nicht dahingestellt. Nein, ich kann es ja auch angeln, aber. So, wenn ich jetzt hier aber immer die Löcher mache, dann ist der Weg irgendwann weg. Das ist ja toll. Okay. Muss ich den immer wieder neu machen? So, wir nehmen jetzt erstmal die Äpfel mit. Die können wir ja theoretisch auch verkaufen. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir die auch verkauft. Wobei die nicht so viel bringen. Also, die brauchen wir auf jeden Fall hier für. Die Ausdauer für zwischendurch. Das ist wichtig. Ach, jetzt habe ich natürlich wieder Gewürze geholt. Ist aber hoffentlich nicht so schlimm. So, Bananen würde ich jetzt auch. Oh, was haben wir da? Von Monster AG. Sag mir bitte, dass wir da auch mal hinkommen. Wir müssen die Zukunft planen. Ja, das können wir später noch machen. Ich bin gerade beschäftigt. Das tut mir wirklich leid. Ach so, nee, ich muss die Edelsteine noch holen. Genau. Das hat Merle mich hier fast rausgebracht. Die habe ich hier drin, glaube ich, ne? So. Die tun wir erstmal rein. Die gehören. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die nicht dazu gehören. Von den roten habe ich bisher die meisten.
Aufteilen. So, einen habe ich schon. Das wären dann 3, 4. Wie viel brauche ich da jetzt nochmal? 6 oder 8? Obwohl, Moment, ich bin gerade am Überlegen. Eigentlich ist es ja auch Blödsinn. Eigentlich sollte ich die verkaufen, wenn ich das schon machen muss, die am meisten, das gibt nicht so viel, die am meisten Geld einbringen. Ne? Das sind dann wahrscheinlich auch die, die am rarsten sind, denke ich mal. 2,40. Ja, ich packe das mal ein. Ich muss trotzdem jetzt noch mal eben gucken. Genau, 6 Stück brauche ich noch. Und ich habe jetzt 1, 4. Also einen könnte ich noch zurücktun. Ich weiß halt nicht. 2,40, ja, von denen auf jeden Fall. Ich weiß halt wirklich nicht, brauchen wir die noch für irgendwas? Brauchen wir die nicht? Und deswegen würde ich jetzt nur ungern alle verkaufen. Ich meine, wahrscheinlich ist es dafür gedacht, dass wir die wirklich zum Verkaufen haben. Aber, und das jetzt so eine Art Einführung ist quasi, ja, was man damit machen kann, dass man sie halt eben verkaufen sollte und so weiter. Aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher. Hallöchen. Hallöchen, ich möchte was verkaufen. Und zwar das. Achso, von dem habe ich nur eins, deswegen. Die. Achso, ich dachte gerade die Äpfel für 640. Die Äpfel. Oh, das ist voll. Dann verkaufen wir doch hier den Rest auch noch. Das. Dann haben wir, glaube ich, alles, oder? 3.500. Sehr schön. Ja, die anderen Sachen, die mache ich mal vorsichtshalber zum Kochen. Müsste ich da mal gucken. Ach, Thema Kochen fällt mir gerade ein. Schon gut, schon gut. Ja, ja, das kennen wir ja alles hier. Erhalte Sternenmünzen. Zack. So, ja, hier haben wir noch mehr. Oh, verkaufe ein Mineral. 3 und so weiter und so fort. Kaufe Samen auf der. Achso, kaufe noch mehr Samen. Kaufe 20.000 Samen, verkaufe Gemüse. Bergbau, verkaufe Edelsteine. Ach, okay. Hier steht aber, verkaufe Edelsteine 45. Dann ist es wirklich wahrscheinlich dafür gedacht, dass man die dann verkauft. Nehme ich an. Hoffe ich. Dann werde ich die anderen auf jeden Fall auch nochmal verkaufen. So, Dagobert hat eine Finanzlektion für dich. Das ist gut. Ich bin gerade überlegen. Moment. Den kann ich jetzt nicht verbessern. Die Frage ist, ist der jetzt auf Maximum oder müsste ich jetzt mit Goofy erstmal eine Quest machen, damit wir den dann wieder weiter verbessern können? Das kann natürlich sein. Ich fände jetzt beides irgendwie logisch, ehrlich gesagt. Hier können wir soweit nichts mehr machen. Ach so, genau, mit dem. Bei ihm kann ich. Ach so, kann ich das hier eigentlich noch verbessern? Und wenn ja, Hallo. Wie teuer ist das? Wenn du in den Laden investierst, kann ich das Gebäude verbessern, mehr Platz für große Möbel schaffen und eine Schaufensterpuppe anschaffen, um komplette Outfits vorzuführen. Ich würde sagen, das ist in der Tat eine kluge Investition. Boah, 10.000. Nee, danke, vielleicht ein andermal. Dieser Laden verbessert sich nicht von selbst, weißt du? Komm wieder, wenn du wirklich in das Tal investieren möchtest. Yeah. Auf Wiedersehen und bis bald. Mhm. Also mit ihm würde ich gerne weitermachen, aber da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Eine Sache möchte ich euch aber noch kurz zeigen. Wir haben viel zu tun. In der letzten Folge, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue, waren wir ja in Ratatouille, in dem Bereich. Und ich bin da nochmal offline zurückgegangen, weil ich mal erstens wissen wollte, ob die ganzen Sachen noch so verstreut auf dem Boden lagen. Und ja, sie lagen tatsächlich noch so verstreut auf dem Boden. Das scheint irgendwie so zu bleiben. Dann das Zweite, ich habe dann endlich mal daran gedacht, oder ich glaube, ist das erste Mal so richtig registriert, ich bin mir nicht sicher, dass man auch vereinzelt die ganzen, nicht Rezepte, die ganzen Zutaten rausholen kann.
Das habe ich dann auch gemacht, hat wunderbar funktioniert. Natürlich war der Boden jetzt trotzdem schon voll. Aber das Allergeilste, ich habe mich da, ich glaube, so 1,5 Stunden oder so mit beschäftigt, wenn nicht sogar noch länger. Ich bin sehr spät ins Bett gekommen, muss ich zugeben. Übrigens, wenn ihr dahin zurückgeht, dann ist der, ich weiß nicht mehr, wie die Ratte heißt, von Ratatouille ist auch wieder da. Also das ist schon ganz süß gemacht. Und jetzt kriege ich gleich selber einen Schock. Ich habe so einiges freigeschaltet. Das meiste davon waren absolute Glückstreffer, muss ich dazu sagen. Diese Symbole hier, nein, das wollte ich noch kurz sagen, bedeutet, also gegrillter Fisch zum Beispiel, bedeutet, dass man jede Art von Fisch nehmen kann, so wie ich das verstanden habe. Und das ist wohl jede Art von Gemüse kann man benutzen. Wobei ich nicht weiß, ob es da Einschränkungen gibt, aber ich denke mal grundsätzlich. Hier das zum Beispiel heißt, dass man einmal den Salat nimmt und zwei verschiedene beliebige Gemüse dazu tun kann. Also so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Ja, und ihr seht es ja, wenn euch irgendwas fehlt. Das hier ist übrigens Gewürz. Das ist das Zeichen für Gewürz. Und das ist das Zeichen für Obst. Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, nichts anderes gehabt. Also wenn ihr noch irgendetwas braucht, spult auch gerne nochmal zurück oder haltet mal an. Ich habe einige Rezepte herausgefunden. Ich wollte eigentlich, das sind übrigens, ich glaube, das kriegt man hin, wenn man nur Milch reintut. Also er hat, glaube ich, nur die Milch angenommen. Aber es kommt auch, wenn man zum Beispiel Milch und Eier reintut, meine ich, rein. Wobei ich nicht weiß, ob der da nur die Milch angenommen hat. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, das wollte ich euch jetzt nur am Ende nochmal zeigen. Also wenn ihr davon irgendetwas braucht und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es da noch viel, viel mehr Rezepte geben wird. Ich weiß auch nicht genau, was jetzt eigentlich passiert, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel... Ach nee, Käse haben wir jetzt gar nicht. Ja, das heißt, da müssten wir dann wahrscheinlich andere Bereiche noch erkunden, vermute ich mal, um das dann machen zu können. Also deswegen wahrscheinlich auch die 5 Sterne, aber so ein Cracker zum Beispiel könnte man machen, wobei das jetzt nur 1 Stern ist. Oder zum Beispiel hier Gemüse generell, wobei ich das jetzt ungern machen würde, weil die Gurken möchte ich halt behalten. Aber hier zum Beispiel so ein Cracker, da braucht man dann einen Weizen für. Ich hoffe, er macht jetzt nur einen rein, ja. Und halt hier Kohle, so. Aber ich merke nicht, dass das irgendwie hochgeht oder dass ich da irgendwo XP für bekomme. Das wollte ich jetzt gerade nochmal gucken, aber ich habe jetzt wieder nichts davon gesehen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn man einfach was macht. Ich meine, so gibt 80, naja, ist natürlich auch nicht allzu viel. Ich weiß nicht, ob das hier hochgeht, aber ich denke mal nicht, weil sonst würde das wahrscheinlich angezeigt werden mit dem Level. Ja, aber das war auf jeden Fall das, wo ich richtig stolz drauf war, was aber auch wahnsinnig viel Zeit gekostet hat, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich habe sehr, sehr viele Sachen ja, ausprobiert, gut weggeschmissen auf dem Boden, jetzt nicht mehr so, nachdem ich immer nur eine Sache daraus genommen hatte. Wobei die fertigen Sachen, die ich dann gemacht habe, die musste ich dann auf den Boden werfen. Aber es war wirklich schon mal interessant, das alles so ein bisschen herauszufinden. Und vor allen Dingen ohne den Stress, dass jetzt hier die Aufnahme an ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich ja dann auch besser überlegen konnte. Ne? Also wenn, ich habe dann gedacht, okay, das und das kann man ja schon mal kombinieren, wie mit dem Salat zum Beispiel. Okay, man hat ja schon mal oft Salat, wo man jetzt irgendwie Gemüse reintut oder es gibt ja auch Obstsalat zum Beispiel, wobei dann wahrscheinlich nur das Obst da drin war. Ich kenne jetzt das Rezept da nicht auswendig bei denen. Das sind dann so Kleinigkeiten, da denkt man aber nicht drüber nach, sobald dann die Aufnahme läuft und man will alles schön relativ schnell über die Bühne kriegen und einen gewissen Zeitrahmen einhalten und so weiter. Und ja, da passiert es dann halt, dass man viel Unsinn macht oder Unsinn zusammenstellt. Ja, ich würde sagen, eigentlich wollten wir ja mit Ratatouille weitermachen, deswegen bin ich mir jetzt gerade noch nicht sicher, steht das hier eigentlich, genau, das steht hier drin, dann mache ich das erstmal als aktive Aufgabe. Weitere Finanz, obwohl, naja, wir müssten das eigentlich noch abschließen. Aber ich will eigentlich bei ihm erstmal weitermachen, weil,
Ja, 180, genau, weil er mir nämlich sehr viel mehr von den Sternen bringt. Also, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon mal in der nächsten Folge. Remis heißt er übrigens, genau, habe ich gerade, oder Remi, nicht Remis. Remis hat was mit Schach zu tun. Das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Ja, diesmal werde ich es nicht vergessen. Und ja, ich bin irgendwie total hibbelig jedes Mal, wenn ich eine Folge beenden muss, weil es einfach nicht schnell genug gehen kann, die Aufnahme zu beenden und die nächste dann wieder zu starten und wieder die nächste Aufgabe zu machen. Also ich bin ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz ehrlich, ich habe am Anfang schon gedacht, das Spiel wäre doch sicher was für mich, scheint ganz lustig zu sein. Und mittlerweile hat das so ein absolutes Suchtpotenzial. Es ist einfach nur absolut genial, wie das Ganze gemacht worden ist. Ja, und das ist jetzt der Abschlusssatz für heute gewesen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.